Achter global, Ultimate Champion schon gewesen. 6702 Trophäen sehe ich jetzt. Auf jeden Fall 6376 Trophäen mit Minenwerfer. Bester Minenwerfer-Spieler der Welt, soweit ich weiß. Es geht um die Top 30 in Deutschland. Wir spielen gegen den bekanntesten Spieler überhaupt. Wir spielen gegen Baumbert. Hey Leute, im heutigen Video werden wir live im Stream Ladder pushen. Und zwar wollen wir in die Top 30 in Deutschland pushen. Wird ein relativ langer Push auf jeden Fall werden. Ich hoffe, dass es gut laufen wird. Wir sind aktuell noch auf dem 106. Platz in Deutschland. Wir haben es gerade ein neues Deck gefunden. Und zwar ist es dieses Golem Deck hier mit drei Spells. Auf jeden Fall sehr interessant. Ist auch sehr stark gegen Baitdecks. Besonders gegen Minion Horde, Minenwerfer und so weiter. Würde ich sagen, starten wir einfach rein. Haben 3,8er Cycle und das Deck klappt auf jeden Fall wunderbar. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir auch schön gegen die ganzen Baitdecks spielen. Weil die packen schon ziemlich ab. Und ich habe mir das Deck jetzt auch extra dagegen gebaut eigentlich und ich bin schon mal gespannt, wie es gegen die ganzen Minion-Horden und Minenwerfer auf jeden Fall laufen wird. Ich hoffe, dass wir dagegen spielen werden. Mal schauen, los geht's hier. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Pech mit 10 Omega-Minion. Er spielt Angst eine Pumpe Level 10, das ist völlig in Ordnung. Wir haben einen Feuerball Level 11, der ist relativ neu. Ich weiß gar nicht, ob es uns überhaupt einen Vorteil bringt. Ich glaube aber schon, dass es einen Elixier-Vorteil bringt. Ja, man sieht es auch schon. Ich glaube, dadurch wird die Pumpe jetzt ein Elixier weniger spawnen an der Stelle. Bringst hier nur Goblins rein, er bringt jetzt hier direkt die Minion-Horde, kann er machen. Das sieht nach einem relativ guten Matchup für uns aus tatsächlich. Sieht so aus, als würden wir hier gegen Kramuskis spielen. Das sieht verdammt gut für uns aus. Da haben wir schon direkt im ersten Match das erste Bait-Deck. Das sollten wir normalerweise gewinnen können. Haben natürlich jetzt aber auch relativ viel Elixier ausgegeben, weil er mit der Minion-Horde relativ lang abgewartet hat. Sehr schön, er bringt mir. Oh, das ist schlecht für ihn. Er schreibt noch Ups. Die waren natürlich auch noch gefailt, weil die auch noch angegriffen wurden. Wir warten lang ab. Bringen jetzt einen Golem. Okay. Wir ignorieren die Goblin Gang tatsächlich. Die wird verdammt viel Schaden machen. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant, aber wenn er jetzt eben die Tramuskis bringt, dann haben wir Tornado-Feuerball. Damit wird er nicht rechnen unter Umständen. Okay, er hat keinen Tramuskis drin unter Umständen. Jetzt muss ich vielleicht nochmal zurücknehmen, sehe ich gerade. Er spielt jetzt hier eine Nachthex, hätte ich es gar nicht gerechnet. Okay. Okay, okay. Ja, ich merke, ich bin gerade ein bisschen überrascht. Tatsächlich spielt er jetzt hier eine Nachthexe. Wir warten ab, bis die ersten Fledermäuse rauskommen. Ich hoffe, die kommen jetzt raus. Genau, perfektes Timing. Jetzt können wir Fledermäuse hier treffen. Okay, das ist eindeutig, das ist eindeutig. Jetzt können wir hier einen Tornado draufwerfen. Warten ab und bringen es hier selbst drauf. Treffen wir alles? Nee. Ich hab gefailt. Egal, sollte noch klar gehen. Sollte noch einigermaßen klar gehen. Ja, es geht noch klar. Das haben wir natürlich ungefähr 1000 Damage kassiert. Ungefähr 1000 Damage, weil ich gefailt habe. Aber es sieht immer noch gut aus für uns. Haben wir auch auf jeden Fall auch ein gutes Matchup. Er spielt Golem mit Nachthexe. Okay, weiter geht's. Müssen wir uns konzentrieren auf jeden Fall. Er setzt eine Pumpe, finde ich sehr überraschend. Ja, wir werden hier nicht drauf reagieren, werden es den Feuerball eher aufheben, würde ich sagen. Aber wir haben ein verdammt gutes Matchup. Genau gegen solche Decks haben wir uns eigentlich ja auch gebaut. Okay. Ich ärgere mich immer noch über meinen Fail. Wir haben ungefähr halt wirklich 1000 Damage kassiert. Völlig unnötig eigentlich. Ich denke, er hat keinen größeren Spell drin. Interessanter Zug. Er hat noch einen Rambok. Wir sehen Mega-Minion. Ich weiß gerade nicht, was er davor hat, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe halt überhaupt nichts Passendes auf der Hand. WTF einfach nur. Reicht es noch? Okay, es sieht verdammt gut aus, ganz ehrlich. Das haben wir eigentlich im Griff. Jetzt haben wir hier noch immer Baby Dragon. Ja, okay, das ist ja wirklich chancenlos. Der ist ja absolut chancenlos bisher. Okay, jetzt hat er noch 15 Sekunden. Wir haben immer noch einen Tornado hier auf der Hand. Flugmaschine dreht sich zwar nicht mehr um, aber die beiden Baby Dragons kümmern sich hier drum. Bringt einfach nochmal einen lockeren Tornado hier drauf. Setzt hier noch eine weitere Flugmaschine. Und das Ganze ist absolut durch. Und ihr seht, wie stark das gegen Baitdecks ist. Das ist ja übel geil. Gerade eben gebaut, schon hat Feuerball, Tornado, Seppen, Pfeil auf jeden Fall einiges rausgeholt. Wir haben das Ganze hier direkt im ersten Match souverän gewonnen. Sehr schön. Und damit sind wir, denke ich, jetzt schon mal in den Top 100 in Deutschland. Mal schauen. Ja. Direkt erstes Match und direkt 75. in Deutschland. Wunderbar, können wir auch gerade noch hier die Quest mitnehmen und direkt ins nächste Game rein. Und wenn wir das gewinnen, sind wir schon in Richtung Top 50 in Deutschland. Wäre auf jeden Fall schon mal ordentlich. War geil auf jeden Fall. Next Match. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Wer kennt den? Wir spielen gegen Nova I Anaban. Das ist der beste Golem. Das ist der beste Golem Free-to-Play-Spieler der Welt. Wir spielen gerade gegen den besten Golem Free-to-Play-Spieler der Welt. Der war schon mehrmals bei Clash of Clans zu Gast. Ultimate Champion und so weiter auch. Wir können jetzt hier schon mal einen Golem bringen eigentlich. Ich weiß, es ist relativ riskant. Der spielt, glaube ich, auch Minenwerfer-Bait. Ich weiß es gar nicht so genau. Und punisht uns hier auf jeden Fall direkt richtig hart. Hat er gut gemacht. Ich weiß, es war riskant, direkt einen Golem zu bringen. Ich weiß es. Es war in gewisser Weise dumm, aber andererseits
wird ihn hoffentlich der Counterpush zerstören. Werden wir gleich sehen. Was spielt der? Der spielt, warum auch immer auch. Oh lol, er spielt mit Level 10 Riesen WTF. Was ist das denn? Können wir jetzt hier zappen? Oh, was hat er hier die Fledermäuse in den Rücken gesetzt? Wie krank. Jetzt habe ich einen Riesen nach vorne gezogen, was total dumm von mir war eigentlich. Oh Mann, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe auch nicht damit gerechnet, gegen so jemanden zu spielen. Ich finde, der Riese, das war gar nicht so stark, als er das da gemacht hat. Wir sind auf jeden Fall sehr stark vom Matchup hier gegen ihn. Sehr starkes Kampfholz nochmal, muss man ihn lassen. Ah, schlechter Start von mir. Warum? Ja, er war bei Clash of Clans, das ist der Originale. Level 10er Riese auch nur. Ich habe eigentlich ein super Matchup. Die erste Aktion war direkt dumm von mir. Ich muss mich echt konzentrieren. Das wird verdammt schwierig werden. Das ist echt ein Monster. Ein Level 10 Riese, ich weiß nicht, ob man den spielt, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Er spielt eigentlich genau das, was... Okay. Santa Zug jetzt hier, okay. Müsste doch eigentlich passen mit dem Baby Dragon, oder? Ich verstehe gerade seinen Zug nicht so ganz, ehrlich gesagt. Klar, er macht jetzt ein bisschen Schaden, aber das sieht jetzt nicht gut für ihn aus. Können wir mich jetzt hier direkt das Mega-Minion reinbringen? Haben Sepp bereit. Der Mini-Packer wird relativ schnell sterben. Dann sollte er doch eigentlich normalerweise fahren können. Können wir es hier zappen? Und der Golem ist am Turm. Sieht nice aus. Ich glaube, das könnten wir fast gewinnen, ganz ehrlich. Das wäre echt krank gegen so einen Spieler. Weil der ist echt heftig, Leute. Der ist nicht umsonst bei Clefwich, echt. Also, das ist echt ein heftigster Spieler. Ganz ehrlich. So, wir bleiben jetzt hier erstmal defensiv drin. Bringen jetzt erstmal eine Flugmaschine nach hinten. Wenn es hier nicht aggressiv reingeht, ist das eine ziemlich dumme Stelle gewesen. Bringen jetzt hier deswegen auch jetzt hier das hier rein. Bringen jetzt hier einen Tornado. Wunderbarer Tornado, war jetzt ein bisschen lucky für uns auch in der Situation. Klar, jetzt ist der Dings am Turm. Jetzt ist der Dings am Turm, aber wir haben jetzt hier natürlich auch einen Counterpush. Klar. Bringen jetzt hier einen Golem davor. Er muss sich jetzt verteidigen. Könnte es hier direkt einen Zap bringen. Mini-Packer ist auch noch distracted. Mini-Packer stirbt weg. Bringt die nächste Flugmaschine. Er zappt hier nochmal. Sehr starker Zap von ihm. Sehr, sehr starker Zap von ihm auf jeden Fall. Mega-Minion überlebt nicht. Flugmaschine tankt leider an der Stelle. Sehr bitter. Es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen auf jeden Fall. Okay. Hat er gut gemacht. Hat er noch verteidigt bekommen. Müsste erstmal defensiv jetzt wieder bleiben. Macht das, finde ich, hier zu aggressiv einfach, ganz ehrlich. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was sie dazu kriegen, wie das sollte. Jetzt können wir wieder den Nado bringen, können alles zurückziehen. Schlechter Sepp auf ihm. Ich glaube, das gewinnen wir, ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, das gewinnen wir. Ganz schwache Pfeile auch. Ich verstehe jetzt nicht, was die Pfeile sollten. Wir bringen einen ganz aggressiven Golem. Können hier direkt zappen eigentlich. Ich habe den Sepp wieder leicht gefailt. Also wir können jetzt hier noch einen Feuerball draufwerfen. Dann soll das Ganze normalerweise mit dem Todesschaden ausreichen. Und damit gewinnen wir live gegen Nova Annaban. Ich weiß, es war ein Hardcounter, er hat einen Level 10 Riesen, er ist aber ein richtig kranker Spieler. Er ist aber eigentlich Minenwerfer-Profi. Ich bin jetzt auch völlig überrascht, dass wir gegen ihn gespielt haben. Gerade nochmal sein Profil, Achtung. Okay, gar nicht, so krank war das gar nicht. Ich glaube, es ist aber trotzdem der Originale, ja. Man sieht es hier. 6376 Trophäen, Free-to-Play, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob er wirklich, doch, ich glaube, er war Free-to-Play, ich weiß nicht mehr sicher. Auf jeden Fall 6376 Trophäen mit Minenwerfer. Bester Minenwerfer-Spieler der Welt, soweit ich weiß. Immer wieder bei Clash echt zu Gast, kranker Spieler. Und wir haben ihn geschlagen. Und damit gewinnen wir das Game hier. Und sind jetzt hoffentlich immer weiter in Richtung Top 30. Mal schauen. Sind damit jetzt schon mal hier auf dem 76. Platz in Deutschland. Wieder nice. Hinter Suchteffekt, den wir vorhin geschlagen haben. Ich bin auch immer Minenwerfer. Werfen wir auch gerade die Kronentruhe hier zwischendrin. Ritter, Minenwerfer. Minenwerfer, wenn wir gerade davon gesprochen haben. Riesenskelett und nächstes Game. Weiter geht's. Das hat mich Tobi herausgefordert. Aber es ist übrigens nicht Tobis Favorite Talk, wenn es jemand hier denkt. So, weiter geht's. Buldo Klug. Okay, bester Name auf jeden Fall. Wir haben die Goblins. Ja, geht klar. Das könnte jetzt endlich unser geliebtes Seppel-Deck sein, das wir die ganze Zeit kontern wollen. Ah, nee, schade, ich bin Dark Prince. Ach komm, es gönnt hier keiner die standardmäßigen Seppel-Decks. Gut, wir hatten eben gerade schon Minion heute, ist eigentlich auch ganz nice gewesen. Ja, komm, ich bringe es hier schon mal Golem einfach. Ich weiß jetzt, ich kann es halt, das ist so ein bisschen der Nachteil, das ist mir schon aufgefallen an dem Deck. Wir haben nichts Gescheites auf der Luft, also auf der Luft, ihr wisst, was ich meine. In der Luft halt. Die hat auch schon mal schön gefällt, nice. Können wir jetzt zurückziehen? Würde ich jetzt tendenziell eher zurückziehen als nach vorne, muss ich sagen. Ich bringe jetzt hier direkt Goblins, sieht das verdammt schlecht für ihn aus eigentlich schon. Wenn wir jetzt hier den Sepp direkt draufwerfen, schnell. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Er lacht auch schon. Das war kein guter Zug. Der hat da schon den Prinz in Dark Prince praktisch gewastet gehabt. Ich habe jetzt auch hier gut, viel Glück auf jeden Fall. Und das sieht so aus, als könnten wir das hier direkt im ersten Zug relativ gut entschieden haben. Wir haben natürlich auch Glück. Wir spielen gegen Bait. Das ist in sich... Na, aber es wird schwierig werden. Ihr müsst wissen, wir können diese Prinzen nicht so gut aufhalten. Ich meine, was wollen wir dagegen setzen? Was wollen wir gegen diese verdammten Prinzen setzen? Ich habe noch keine Idee, ehrlich gesagt.
So. Noch diese Darkness wird wieder durchchargen. Leider. Aber wir können eigentlich im Grunde genommen auf 3 Kronensieg auf Dauer gehen. Wir gehen einfach auf 3 Kronensieg. Genau. Hier können wir jetzt einigermaßen halbherzig defen, würde ich sagen. Genau, wir können es hier einfach defen mit der Flugmaschine. Klar, Turm wird es fallen. Genau, das ist eben das Problem. Ich habe es angesprochen. Wir können nichts gegen. Ja. Gegen die Prinzen machen. Das ist irgendwie gerade ziemlich verzweifelt, was ich hier gerade sehe. Ihr seht es auch hier. Klar, der Turm fällt jetzt. Wir kassieren auch einiges an Schaden, einigen Schaden. Auf jeden Fall hier am Turm, aber es geht noch einigermaßen klar. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall schnell Wavy tracken, weil er wird auf jeden Fall, genau, da kommen die auch schon. Genau, die wollte er bringen. Er kann aber auch nicht viel gegen Luft machen. Stimmt, er kann auch nicht viel gegen Luft machen. Genau, der Feuerball ist jetzt weg, jetzt können wir eigentlich voll reingehen hier. Kann er jetzt hier noch viel machen? Ich weiß es nicht. Können wir schnell zappen? Oh mein Gott, der Baby Dragon ist nicht mehr. Oh mein Gott. Ah, schade. Okay. So, wir gehen jetzt einfach rein. Ich meine, was will er groß machen? Was will er jetzt groß machen? Braucht noch 742, genau. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Ich habe auch ein gutes Spiel schon. Wenn wir hier alles wegziehen, müssen es ein bisschen Zeit eigentlich nur noch gewinnen, ehrlich gesagt, gerade. Das versuche ich auch gerade so ein bisschen. Ja, genau, selbst nochmal. Er kann nichts machen. Er kann nichts gegen Luft machen. Wir können nichts gegen Boden machen, gegen seine Prinzen, weil wir nichts zum Aufhalten haben. Und er kann nicht allzu viel gegen unsere Lufteinheiten machen. Genau deswegen haben wir das Ganze gewonnen. Nice auf jeden Fall. Und damit sind wir jetzt auf dem 60. Platz in Deutschland. Langsam kommen wir wieder mit Suchteffekt. Also Grüße gehen raus an Suchteffekt. Den sehen wir heute verdammt oft, auf jeden Fall. Ich glaube, das Deck ist ganz nice, auf jeden Fall. So, nächstes Game. Und spielen gegen QW. Wer den nicht kennt, das ist, glaube ich, der beste rumänische Spieler, den es gibt. In Rumänien halt, logischerweise. Der war, glaube ich, schon mal Ultimate Champion. Der einzige Ultimate Champion aus Rumänien. Wird hart werden. Der spielt, glaube ich, soweit ich weiß, ganz gern Golem. Wie wir eigentlich jetzt auch gerade. Wir haben keinen Golem auf der Hand. Okay, ich spiele den Dark Prince. Er spielt jetzt hier den Dark Prince. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt haben wir wieder das Problem, das wir gerade eben schon angesprochen hatten. Wir haben wieder nichts gegen Boden. Das ist ein bisschen schmerzhaft wieder hier. Gut, er wirft jetzt hier den Baby Dragon rein. Kann er machen eigentlich. Jetzt habe ich den Golem gekracht. Ich hoffe, er kann die. Genau, das ist wunderbar. Genau das wollte ich eigentlich. Hat er hier für 3 Elixier nochmal geantwortet? Jetzt haben wir nämlich durch diese 3 Elixier-Antwort von ihm auf jeden Fall einen Elixier-Vorsprung rausgeholt. Und viel mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht machen mit dieser Aktion. Wunderbar. Der war in den Guards. Der war einfach in den Guards. Richtig geil. Es ist wichtig, dass wir das hier nicht failen. Bitte nicht failen. Er klingt ja auch von ihm an, unser Baby Dragon ist noch dabei. Der könnte noch ein bisschen Schaden machen. Flugmaschine hilft auch noch mal ein bisschen mit, das ist auch ganz nice. Problem wird halt echt, er hat wahrscheinlich. Er hat halt wirklich den Prinzen dabei. Mal schauen, was wir damit noch anfangen müssen. Soweit geht es in Ordnung. Die Flugmaschine war vielleicht gar nicht so schlau. Was macht er jetzt noch gegen die Flugmaschine? Er lässt sie wieder nicht durch, setzt wieder 3 Elixier für den Mega Minion ein. Okay. Und ich würde sagen, wir bringen direkt wieder den nächsten Golem. Wir haben beide Baby Dragon Nado. Problem ist eben nur wieder im Memo-Matchup gegen. Gegen Golem haben wir eben keinen richtigen Damage. Ihr habt es ja schon vorhin wieder gesehen. Wir haben halt eben keinen richtigen Damage. Jetzt müssen wir wieder hoffen, dass wir wieder die Guards ausschalten können. Hey lol, ach, da hat gerade die Tafel nur eingesetzt. Doch, die Guards laufen nach vorne. Das ist richtig gut für uns. Das ist richtig gut für uns. Die Guards laufen hier nach vorne. Nice. Sehr schön. Baby Dragon hilft leider beides. Okay, wir gehen jetzt hier mal voll rein. Ich weiß nicht, ob man noch so viel machen kann, ganz ehrlich. Wir haben jetzt hier verdammt viel Backup. Der Mini-Golem tankt immer noch. Jetzt bringen wir den Prediction-Nado drauf auf irgendwas. Wir haben 2 Baby Dragons am Start. Und der Turm ist schon mal down. Der Turm ist schon mal down. Jetzt wird es verdammt knapp werden, ganz ehrlich. Klar, wir haben jetzt. Müssen noch irgendwie den Turm halt jetzt irgendwie verteidigen in den letzten Minuten. Bringen die Flugmaschine schon mal nach hinten. Wir haben verdammt viel Schaden auf dem King Tower erwischt. Zappen den Golem. Ich weiß, es ist riskant, aber wir machen es einfach. Damit wir zurück zum Nado cyclen können. Wir haben eh schon gewonnen. Feuerball reicht. Feuerball reicht aus. Damit gewinnen wir das Ganze sogar mit 13-0 gegen den besten rumänischen Spieler. Let's go. Wie gesagt, bester rumänischer Spieler. Und das Ganze haben wir ziemlich souverän gewonnen, muss ich sagen. Überrascht mich. Hat er die Guards ganz schlecht eingesetzt, auch immer wieder. Und hier sehen wir es nochmal. Der war schon mal. Ich weiß nicht, ob er gepusht wurde, aber ich weiß, dass er angeblich der beste rumänische Spieler ist. Achter global, Ultimate Champion schon gewesen. 6702 Trophäen sehe ich jetzt erst. Unfassbar, das finde ich von ihm.
Ich kann nicht sagen, ob es immer noch derselbe Spieler ist. Also wenn das wirklich ist, dann bin ich überrascht, dass ich gegen ihn so klar gewonnen habe. Ich denke nicht, dass er dasselbe ist. Aber es ist auf jeden Fall nice, dass wir das Ganze hier gewinnen konnten. Sehr schön. So, auf jeden Fall sind wir nach diesem Game jetzt 44. in Deutschland. Wir wollten einmal Top 30 schaffen. Dazu fehlen uns jetzt noch genauestens 36 Trophäen. Los geht's. Zwei Games werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das nächste Game gewinnen werden. Okay, los geht's. Ich bin gegen SDXB. Wir müssen es auf jeden Fall gewinnen. Wenn wir das gewinnen würden, hätten wir nur noch ein weiteres Game vor uns für die Top 30 in Deutschland. Auf jeden Fall schon mal weniger Trophäen als wir. Das ist das Einzige, was ich bisher bewerten kann. Jetzt bringen wir hier direkt eine Flugmaschine rein. Ist ein bitterer Start. Wir haben nichts Besseres. Die Block da mit dem Rambock hat er uns nicht gut hinbekommen. Ihr seht es. Das hätte ich hier sogar zappen sollen. Wir zappen jetzt aber bewusst nicht und nehmen jetzt hier Damage hin. Ich weiß, es ist sau riskant, aber ich mache das jetzt einfach. Er hat Elixier ausgegeben. Er hat 6 Elixier ausgegeben hier gegen die Flugmaschine. Und wir haben Feuerball Sepp drin. Ich hoffe, er rechnet nicht mit Feuerball Sepp. Wir haben auch Tornado Sepp drin, was auch nicht schlecht ist. Okay, er spielt, ja. Was spielt er denn? Der sollte eine Minion heute spielen, oder? Bring es Mega Minion jetzt mal bewusst ein bisschen nach hinten. Bring es hier die Goblins. Was macht er? Ja, okay, schon mal gut für ihn. Hat er schon mal gut gemacht hier. Seppen wir jetzt hier schnell. Ein Goblin ist schon mal gestorben. Das ist nice. Das ist wirklich gut für uns. Okay, ist natürlich ein bisschen problematisch gerade. Wir hätten hier einen Tornado draufsetzen können, egal. Ist zu spät. Ist zu spät, wir können keinen Tornado mehr draufsetzen. Er bringt es hier, warum auch immer. Einfach nur ein Dings rein. Überrascht mich, okay. Nado. Ah, komm, zu spät, die Barbaren connecten. Das ist ganz bitter. Das war, oh, das waren 6700 Damage gerade. Als ob. Wow. Wir haben eigentlich ein gutes Matchup, ich weiß es auch, aber irgendwie verkacken wir es gerade bisher. Klar, wir hatten halt eben keinen Golem am Anfang im Cycle und das war jetzt natürlich gerade echt bitter, weil, ganz ehrlich. Der hätte wirklich nicht connecten müssen. Am besten will er nicht. Gerade eben. Es waren bestimmt wieder 607er Damage gerade auf einmal. Okay. Er weiß noch nicht, dass wir einen Feuerball drin haben. Das können wir vielleicht. Ich glaube, er rechnet noch nicht mit dem Feuerball. Ganz ehrlich, das können wir vielleicht ausnutzen. Ich glaube, er rechnet momentan noch nicht mit dem Feuerball. Das könnte nice werden. Nämlich, wenn er nicht mit dem Feuerball rechnet. Und hier können wir es schon mal auf jeden Fall Feuerball selbst drauf und zack. Okay. Was macht er jetzt? Wie reagiert er jetzt drauf? Genau, bringt die Minion Horde an. Die finde ich gar nicht mal so stark, ehrlich gesagt, gerade. Weil, keine Ahnung, die wird es. Ich meine, hier können wir eine Flugmaschine bringen und das. Hä, was war das für eine Goblin-Gang, lol? Comeback-Möglichkeit vielleicht für uns nochmal? Ich weiß es nicht. Können wir hier Nado draufbringen, treffen zufällig auch noch die Fledermäuse. Richtig gut für uns. Wir brauchen hier einen Baby-Dragon, leider. Nice! Das setzt irgendwie alles rein, was sie gerade wollten. Okay. Jetzt ist knapp. Mega Minion überlebt knapp. Es kann Damage geben. Es geht noch. Verteidigen. Jetzt müssen wir nur noch verteidigen eigentlich. Okay, wir bringen jetzt hier eine Flugmaschine nach außen. Es laggt gerade. Es geht völlig klar. Ich glaube, das können wir noch deffen hier. Ich glaube, wir werden jetzt nur Nadu drauf werfen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschätzt. Oh fuck, ich habe mich glaube ich verschätzt. Oder? Du musst zurück zum nächsten Selbstcycle. Wir müssen es ausnutzen, dass hier voll reingehen so lange. Ich glaube, er kann nicht mehr zurück zum nächsten Selbstcycle. Wir haben gewonnen. Geil. Schlecht gespielt von dir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, wir haben absoluten Konter und trotzdem hätten wir fast verloren. Trotzdem haben wir es gewonnen. Sehr schön. Richtig lucky auf jeden Fall. Schlecht gespielt von dir trotzdem. Wie viel das sind wir in Deutschland? Wir sind jetzt damit auf Platz 36 in Deutschland, Leute. 36 in Deutschland. Ein Game noch, dann wären wir auf jeden Fall in den Top 30 in Deutschland. Let's go. Let's go, Leute. Top 30 in Deutschland muss drin sein jetzt. Auf geht's. Wir spielen, es geht um die Top 30 in Deutschland. Wir spielen gegen den bekanntesten Spieler überhaupt. Wir spielen gegen Baumbert. Wer kennt ihn nicht? Baumbert. Los geht's. Bester Name auf jeden Fall schon mal. Ich bin gehypt. Okay, ich bin ein Eisgast. Das sieht jetzt schon ziemlich eindeutig nach Dings aus. Nach. Lol, ich wollte eigentlich sagen nach X-Bogen. Lol, was ist das denn? Ich bin. Warum auch? Also Baumbert hat auf jeden Fall hier die Skills und packt hier den Minenwerfer aus. Normalerweise kenne ich das nur mit X-Bogen, deswegen war ich gerade ein bisschen überrascht. Muss es aber hier schon mal relativ hart deffen, aber dafür kriegen wir auch 2 jetzt in der ersten Aktion schon raus. Das hat natürlich jetzt auch wehgetan, hätte ich jetzt nicht gedacht. Baumbert packt hier den Minenwerfer aus. Und wir bringen Golem, ich weiß, ist ein bisschen riskant in der ersten Aktion, aber wir haben Sepp, Tornado und Feuerball, ich weiß es. Und den Feuerball könnte ich mir ganz nice vorstellen auf die Bogenschützen, ehrlich gesagt. Wobei natürlich jetzt hier nicht, auf jeden Fall. Wir können jetzt Mega Minion erstmal bringen. Bringen Mega Minion. Es ist jetzt ein bisschen bitter mit den Goblins gewesen, aber er bringt sowieso einen Kampf, was nice. Sehr schönes Timing hier für uns.
Treffen hier. Oh, Mega Minion wird warum auch immer angegriffen. Ich kann euch nicht erklären, warum das Mega Minion hier angegriffen wurde. Tut auf jeden Fall weh. Bring es hier Nado drauf. Sehr schön, der Nado trifft hier alles. Wunderbar. Aber Baumbert hat Glück. Baby Dragon splecht nicht direkt. Splecht nicht direkt auf die Bogenschützen drauf. Ich glaube, warum auch immer die ganze Zeit nicht schlecht, leider. Das war jetzt gerade richtig bitter für uns. Das war richtig bitter für uns auf jeden Fall. Weil der Nado war jetzt nicht gut. Der sollte eigentlich, dafür sorgen, dass die Bogenschützen direkt sterben. Hat aber nicht geklappt irgendwie. Das wird natürlich hier schwierig werden. Aber Flugmaschine Connected hier ist auch ganz nice. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Matchup. Wir sollten das gewinnen können. Ich ärgere mich trotzdem immer noch darüber, dass der Baby Dragon gerade eben die Bogenschützen nicht getroffen hat. Wenn der Baby Dragon gerade eben die Bogenschützen getroffen hätte, hätten wir bestimmt schon 607 mal Schaden mehr rausbekommen. Weil dann hätte der Baby Dragon auch die Turm danach kurz angegriffen und so weiter und so fort. Naja. Könntest du gleich einen guten Feuerball auspacken, denke ich. Wenn Baumbert, genau, wunderbar. Wenn Baumbert genau das hier macht, und genau das macht er auch. Wunderbar. Jetzt sollte der hoffentlich nicht am Turm sein, bitte. Genau, wunderbar, klappt alles. Es sieht sehr gut für uns aus. Es sieht aus, als wäre Baumbert hier ziemlich unter Druck. Das sieht nicht gut für Baumbert aus. Schlechter Feuerball von mir trotzdem. Baumbert bringt hier den Nado, warum auch immer. Hat er vielleicht noch eine Rakete drin? Ich könnte es mir vorstellen zumindest. Jetzt bringt Baumbert hier nochmal verzweifelt die Minions. Weiß gar nicht, ich habe es gar nicht genau gesehen. Trotzdem, wir connecten. Baumbert schreit gutes Game, ärgert sich hier. Flugmaschine ist am Turm, aber wir sind noch immer nicht durch. Wir sind noch immer nicht durch, Leute. Baumbert ärgert sich, aber er hat noch nicht verloren. Er schreibt die ganze Zeit viel Glück. Wir brauchen noch. Wir haben den Feuerball gefailt, Leute. Wir haben den Feuerball offiziell gefailt, Leute. Gratulation an mich selber. Er darf das Ganze nochmal hier. Lacht auch völlig zurecht, muss ich sagen. Jetzt ist Baumbert auch selber überrascht, wie schlecht ich spiele. Bringt nochmal einen defensiven Golem, einfach damit wir irgendwie Zeit rumkriegen. Auf jeden Fall Gratulation an mich selber für diesen grandiosen Feuerball auf jeden Fall. Da hat Baumit auf jeden Fall bestimmt nicht mit gerechnet, dass ich hier den Feuerball so failen würde. Jetzt müssen wir nochmal die Goblins bringen. Wir müssen jetzt Baumbert irgendwie hier hinhalten, um nochmal einen Feuerball zurückzucyceln. Also ist der Baby Tank nicht ganz durch. Ist nochmal bitter, okay. Ich denke, damit sollten wir hoffentlich Baumbert über die Zeit gebracht haben. Man muss jetzt hier das Ganze nochmal deffen, muss hier nochmal Nado bringen. Jetzt bringen wir einfach nochmal Nado selber drauf, um direkt zum Feuerball zu cyceln. Und damit sollten wir Baumbert besiegt haben. Und das, obwohl ich den Feuerball richtig stark gefailt habe, haben wir Baumbert hier live besiegen können. Ich weiß, ich habe jetzt so oft Baumbert gesagt, aber Baumbert ist auf jeden Fall ein geiler Name. Genau deswegen sage ich auch sehr gerne Baumbert. Und damit haben wir das ganze Game gewonnen. Sorry an Baumbert, wenn du gedacht hast, dass ich dich trollen will, aber das war wirklich ein dummer Feuerball-Fail. Den habe ich jetzt echt nicht absichtlich gerade gemacht. Weil das Spiel hätte ich auf jeden Fall auch noch gewinnen können, das Spiel gerade eben, verlieren können mit dem Feuerball-Fail, aber ich habe zum Glück noch gewonnen, weil ich halt einfach einen Hard-Counter habe, muss man auch sagen. Und damit, mit diesem Sieg gegen Baumbert, sind wir in den Top 30 in Deutschland live. Sind auf Platz 27 in Deutschland, 5068 Trophäen und das ist auf jeden Fall ganz nice. Und das sogar vor noch, Grüße gehen raus an Moritz aus meinem Clan, der auch 760. der Welt ist. Los geht's. So, wir spielen hier gegen Epic Darkable. Epic Darkblade. Der schreibt, wow, okay, interessant. Hat uns das gekannt, keine Ahnung. Wir haben einen Megalock. Komm, als ob er schon wieder eine Pumpe hatten, wir nicht. Ich hasse solche Starts, ganz ehrlich. Müssen wir cyclen? Ich habe jetzt keine bessere Idee zumindest. Und halt Feuerball Clash bringen. Hoffen, dass er vielleicht da was noch reinsetzt. Oder bringt es hier eine Nachthex? Das kostet schon mal. Das kostet immerhin schon mal was. Lol, wir haben die Nachthexe getroffen. Hä? Hat jemand von euch gecheckt? Als ob wir die getroffen haben. Okay, wir gehen direkt in den Golem rein, weil wir wissen, er spielt eine Nachthexe. Das heißt, er muss im Grunde genommen auch einen Golem spielen. Und ihm fehlt jetzt die Nachthexe. Ja, genau so sieht's aus. Oh, das ist richtig geil gewesen. Als ob wir gerade die Nachthexe mit dem Feuerball getroffen hätten. So, ich würde sagen, wir bringen die Flugmaschine nach hinten, oder? Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt spielen soll, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gerade nicht so ganz begeistert von der Situation gerade. Bisschen kritisch gerade. Ah, ein Mini-Packer noch, als ob. Richtig lucky für ihn, als ob er noch einen Mini-Packer hat. Als ob. Sowas ist halt echt abfuck. Komm, jetzt geh auf den. Ja, genau, Fokus-Scanner, genau das wollte ich. Und jetzt, wunderbar, das war jetzt echt gut, der Sepp. Hab den Sepp gesehen. Dadurch hat das Mega-Mini den Fokus-Scanner das Ganze halt noch überleben können. Sehr nice. Ach, jetzt müssen wir hier noch die Goblins reinbringen. Aber es hat die Flugmaschine natürlich auch Full Life dadurch, aber es hat 2 Elixier gekostet. Müsste jetzt normalerweise durchlassen. Ja, macht er gut. Lässt er durch, müssen direkt einen Feuerball draufwerfen. Klar, sein Turm ist jetzt fast down. Weil der Typ hat Nachthexe und Mini-Packer. Das sind 2 Damage-Quellen. Was haben wir? Wir haben vielleicht einen Tornado, aber er hat auch einen Tornado-Baby-Dragon. Wir haben halt wirklich keinen Damage, keinen gescheiten drin. Aber wir haben natürlich auch mehr Damage. Okay, geht über die andere Lane rein. Machen wir eigentlich sogar mit, würde ich sagen.
Weil wir müssen jetzt erstmal defensiv bleiben. Wir können früher oder später noch selber einen Push über die linke Seite aufbauen. Einen Golem-Push kriegen wir noch hin. Wir müssen jetzt aber erstmal schauen, dass wir perfekt defen. Und genau deswegen bringen wir den jetzt auch in dieselbe Lane lieber rein. Und jetzt eben nicht über die andere Lane. Ich war mir gerade auch nicht ganz sicher, ob ich es so machen soll, aber ich glaube, es ist tendenziell eher besser so. So. Jetzt absolut konzentrieren. Kriegen jetzt hier einen Mega-Minion rein. Cyclen einfach mal Goblins durch. Wenn ihr die ignoriert, wäre es auf jeden Fall ein Fehler von ihm. Und er hat hier eine Rocket. Und trifft eine ganze Menge auf jeden Fall. Okay. Jetzt bringen wir einfach Tornado Feuerball drauf. Geht klar. Ja. Und jetzt bringen wir einen aggressiven Golem. Jetzt bringen wir einfach einen aggressiven Golem mit Megalakai. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt großartig drauf reagieren kann. Klar, er geht jetzt über die andere Line rein, aber das hilft mir jetzt gar nichts mehr eigentlich. Jetzt hier eine Flugmaschine. Klar, er geht jetzt voll rein, aber das wird nicht mehr helfen. Das werden wir verteidigen können normalerweise, oder? Oh mein Gott, der Minipacker wäre fast weggedrängt worden zum Turm hin. Das wäre so bitter gewesen, aber wir haben es jetzt dadurch gewonnen. Denn der Minipacker wäre gerade fast nach vorne geschoben worden. Und damit haben wir das Ganze gewonnen. Knappes Game. Und das ist jetzt schon Richtung Top 20 in Deutschland. Mal schauen. Plus 30 Pokale. Sind wir jetzt schon Top 20 in Deutschland? Wäre sogar mehr, als wir eigentlich wollten. Wir sind 21. in Deutschland vor Tobi Spirit Talk sogar. Richtig nice. So, ja, genau. Ich nehme das Video gerade auf. Top 30.de Push. Aber es ist sogar besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Wir sind sogar schon fast Top 20. Soviel auf jeden Fall zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall wieder gefallen. Wir sind Top 20 in Deutschland gepusht, haben einige bekannte Namen besiegt und könnt auch gerne eure Ideen reinschreiben, was ich noch so in Ladder machen könnte. Und soviel auf jeden Fall zum heutigen Video. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.